Einen schönen guten, meine Helden von der Agrarwissenschaftler. Ja, das Update ist da, das Sommer-Update ist ja. Hip, hip, hurra. Und es scheint wirklich funktioniert zu haben. Und wir werden natürlich gleich mal reingucken. Alles schön, Piano. Ich habe hier natürlich auch einen schlauen Zettel gemacht, damit wir die Hälfte nicht vergessen. So, als erstes, wir fangen... Ach, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Bei der Maggie hatte ich heute Morgen schon vorgestellt gehabt. Jetzt gibt's was Neues. Die Geburtstagsklamotten. Dang, 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 dang. Kann man alles kaufen. Geht aber nicht ins Designbuch rein. Also ist nur für Just for Fun. Wer die Kohle übrig hat, wer die Lappen da übrig hat und wer die Dias übrig hat, immer reinballern. So sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Wir gucken natürlich hier, baum, 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 bei dem Zirkuswagen hier. Ja, wer es bunt mag, wer es wirklich bunt mag. So, hier haben wir den Verkaufsstand. Also... Wenn ich das so weglasse mit den Ballons, das sieht gut aus. Da oben diese bunte Schürze da oder Banner. Was hat's hier Dias? Ich weiß nicht. Was nicht so doll aussieht, kostet Dias. Was haben wir hier? Geburtstagswagen. Ja, die Wagen sind schon, die Reifen. 5 Dias. Und was haben wir hier? Was kostet hier Dias? Das drumherum. Ja, das ist okay. Okay, kostet natürlich auch gleich 15 Dias. Ja, damit haben wir schon das erste abgehakt. So, jetzt haben wir die neuen Produkte. Halt, hier abgreifen. Bevor wir es vergessen, immer abgreifen. Zack. Und zack. Das brauchen wir. Das Gerümpel brauchen wir. Das. Ja, wir haben natürlich... Nein, ja nicht. Da haben wir es. Ein Paketchen. 5 Dias fürs neue Update. Falls ihr Probleme haben solltet mit Android, bei Apple weiß ich das nicht, aber im Android, im Play Store könnt ihr das Update für Heyday runterladen. So, einmal nehmen wir die 5 Dias mit. So, was wollte ich? Die neuen Produkte. Da haben wir einmal die Kerzen. Wollte niemand Kerzen machen. Es wird Zeit, dass ich hier wirklich aufräume. Quatsch. Da haben wir den Kerzenball. Das ist ja... Da oben haben wir sie. So, die bunten Kerzen. Einmal Wachs, einmal Himbeeren und einmal Mohrrüben. Brauchen wir uns natürlich hier auch gleich mal ein bisschen voll. Brauchen wir? Brauchen wir absolut. So, machen wir voll. So, wollen wir gleich mal hier wieder Wachs herstellen. Zack. So, was haben wir da noch? Den Strauß. Der ist auch neu. Da haben wir... 3 Pfingstrosen, einmal Indigo, eine Nelke und einmal hier den Saft. Ich weiß zwar nicht, wofür man Giftstoff für Blumenstrauß braucht, aber hatte ich beim Update vorstellen ja schon mal gesagt. Aber ist egal, brauchen wir uns auch hier die Bude voll damit. Brauchen wir auch. So, und dann haben wir noch im Süßigkeitenladen... Die Zuckerwatte. 3-mal Zucker, einmal Erdbeeren. Oh, da können wir noch gar nicht so viel, weil ich habe noch vorweg hier im Laufen. Aber ist egal, wir haben es jetzt einmal schon drin. So, dann gibt es die Zuckermühle. Die müssen wir uns hier irgendwie mal hinstellen. So, der kommt hier erstmal weg. Den stellen wir erstmal sporadisch hier hin. So, dann machen wir uns hier ein bisschen Platz. Oh Mann, was ist denn das hier? So, das müsste reichen. Und wir holen uns die Zuckermühle. Ich weiß jetzt nicht bei meinem kleinen Level. Oh, 5 Stunden. Ja, die warte ich ab. Zuckermühle, weiß ja jeder Bescheid. Ist ja nichts Besonderes, ne? In 5 Stunden. Ist die dann auch fertig, weil ich habe genug Zucker, wie ihr hier seht. Ja, halt. So, dann haben wir den Weißen, habe ich 156 und ja, Ernest ist fleißig hier, wie wild.
So, die 6 Stunden, also die 24 Dias, die spare ich mir. So, jetzt haben wir natürlich noch ein neues Gerät. So, das bunkere ich hier mal ein. Da machen wir auch noch mal ein bisschen Platz. Der Donut Maker, der kommt hier mit hin. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Platz wir brauchen. Komm her, wir hauen hier mal weg. Weil meine Farm habe ich heute Morgen schon gesagt, wird natürlich anders, aber die gestalte ich anders, also deswegen haue ich es für euch jetzt hier nochmal so hin. Bam, wo haben wir sie denn? Achso, mit den Zuckerdingen für den kleinen Level, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, wann es die gibt, ab 76 gibt es den Donut Maker, ich denke mal, da gibt es auch die zweite Zuckermühle. Könnt ihr ja unten in die Kommentare mal reinschreiben, ich weiß es wirklich nicht. Wobei die den kleinen, die kleinen Farmen, also meine Zweitfarm auch Zuckermühle schon haben, bekommen die zweite noch nicht. So, hier haben wir den Donut Maker, wo ich mich versprochen habe, natürlich 680.000 kostet die. So, da sind wir gleich ein paar Pinonsen weniger los. So, und die bauen wir. Oh, guck mal. Habe ich eigentlich schon zu viel ausgebaut? Egal. Die bauen wir uns natürlich für 86 aus. Babam. So, und dann machen wir hier die Bude nochmal voll. Kostet ein paar Dias, aber egal, ich habe das immer gerne alles schön ausgebaut. So, und dann brauchen wir die, auf jeden Fall hier überall die normalen Donuts. Und die hauen wir uns natürlich rein. Mache ich erstmal die Bude, ist ja in einer Viertelstunde voll. So, der normale Donut, ich zeige es nochmal. Was wir für brauchen, ein Ei, einmal Milch, ich fange von hinten an, einmal Zucker und dreimal Weizen. So, wir haben hier unten den bestreuten Donut. Da brauchen wir zweimal den Kakaobohnen und einmal den normalen Donut. Dann haben wir hier den Schinken-Donut, dreimal Schinken und einmal Sirup und natürlich überall den normalen Donut. Und hier brauchen wir einmal Sahne, einmal Braunzucker und hier oben einmal Flussbringen und einmal Erdnüsse und einmal Kakaobohnen. Dann haben wir hier nochmal den gefüllten Donut. Da kommt einmal die Himbeermarmelade rein. So, jetzt haben wir es aber auch. So, Sterne. Wie viel brauchen wir? 140 Stunden? Ja, das erweitere ich natürlich nicht. Wie ihr seht, die anderen hier, da habe ich auch gerade mal einen Stern. Hier habe ich zwei. Hier habe ich auch gerade mal zwei. Den habe ich gerade erst ausgebaut, das läuft noch. Da setze ich auch keine Dias ein. So, dann haben wir den Donut Maker. Dann haben wir die drei neuen Level und ja, vier neue Tiere, genau. Und zwar machen wir hier einmal halt, ja, Quatsch, ja, hier. Hier neue, zwei neue Pferde haben wir. Appaloosa. Den ziehen wir uns natürlich runter. Den ersten. Und den zweiten. Und jawohl, die grünen brauchen wir. Und gefüttert werden sie auch gleich nochmal. Auch dass es noch mehr gibt. Ja, sehr schön. Wo sind sie denn? Wo laufen sie denn? Da läuft der eine. So, und des Weiteren haben wir natürlich noch mehr Tiere. Jo, jetzt war ich aber zu weit hier. Zwei Meerschweinchen da. Aber, Moment, da brauchen wir natürlich noch das Häuschen. Auf jeden Fall. Wo ist es denn? Ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Schon lange so ein Zeug nicht mehr ausgebaut. Da haben wir es. Das Meerschweinhäuschen kostet 25 Taler. Komm, dann stellen wir hier mal hin. Und dann holen wir uns natürlich auch die Meerschweinchen. War ich jetzt schon schnell? Nein, hier sind sie. Zack, ein Meerschweinchen. Zwei Meerschweinchen. Und och. Oh, was sind sie süß? Was sind sie süß? Komm her, futtern wir mal. Und ein Möhrchen rein. Hm. Ja, da hamstern sie nicht weg.
und nochmal gefüttert. Jawohl, da flitzen sie aber. So, da haben wir die neuen Tierchen auch. So, zwei Meerschweinchen und zwei Pferde. Ich muss mal gucken. Das habe ich gewusst, deswegen hatte ich letzte Woche auch nicht die Ausbaudeko gemacht, damit ich mir die Tiere hier lassen kann, weil da brauchen wir ja 100. Machen wir, wie gesagt, entweder diese Woche, wenn ich sie vollkriege, oder nächste Woche. So, dann sind wir hier unten, Landerweiterung. Einmal geht es hier weiter. 14, kann man da schon mal sehen? Nee. Das ist, irgendwas habe ich gelesen von 23. Hier kann man, ja, hier sind 14, 12, da, 23, da bin ich schon an. Hier geht das nämlich los. 23, alter Schwede, 17. Wir sammeln uns hier wirklich einen heißen. Also hier hätten sie wirklich mal ein bisschen weniger machen können, weil ja, ewige Sammelei. So, hier geht es natürlich auch weiter. Hier brauchen wir nicht so viel, aber ich habe natürlich immer schon alles verkauft, weil ich Dokumentenrollen brauche. Hier brauchen wir 30, ja, das ist eigentlich ein bisschen schneller abgekaspert, sage ich mal. Hier werde ich schnell Platz kriegen, aber hier unten, das wird eine ewige Baustelle, wird das sein. Das wird eine ewige Baustelle sein. So, damit haben wir die Landerweiterung. Ich muss mal ein Schlückchen Kaffee trinken. Warum? Weil wir bei den Kaffeetanten sind. Da ist natürlich Schleichwerbung mit drin. So, und genau, Angebote wollte ich euch auch noch zeigen. Es gibt Angebote, das wusste ich allerdings nicht. Hier so ein Hund mit so einem Seestern oben drauf, sieht ganz lustig aus. Also wer noch ein paar Diamanten braucht, um hier die Sachen auszubauen, kann gleich die Deko mitnehmen. So, hier haben wir ein Schweinchen im Sand mit Melone und Saft. Gibt's dabei für die Diamanten. Der liebe Jörg hat mich heute Morgen angeschrieben wegen der Unterstützung hier hinten, den Code. Leider werde ich ja nicht von Supercell unterstützt und dafür gibt es natürlich keinen Code für mich. Aber trotzdem, lieben Dank Jörg, dass du da an mich gedacht hast und hast mir angeschrieben, leider noch kein Code. So, da haben wir die Angebote auch. Wir nähern uns dem Ende. Achso, ich wollte noch mal Bescheid, das wollte ich auch noch mal sagen, hier haben wir noch das 80er Limit. Ist immer noch nicht aufgehoben, weil jetzt wäre natürlich wieder an die Zeit, noch ein bisschen hier schön zu tauschen. Gerade hierfür Landerweiterung, die Erweiterungsfehle und die Holzhämmer kann man leider, gehen ja auch in dieses Limit mit rein. Leider das 80er Limit immer noch nicht aufgehoben. Ärgerlich, also folgedessen sammeln und ein bisschen nur tauschen. So, dann haben wir nochmal neue bekommen. Und zwar gibt es die Rentierbabys. Als ob wir hier nicht schon genug sammeln. So, hier die Rentier. Oder das Rentierkalb, braunes und ein graues Rentierkalb. So, wie gesagt, auch da 36. Hier, das ist auch nochmal gesperrt. Oh, 1, 2, 3. 4, was ich noch nicht habe und der Rest ist fast fertig und oh, ja, aufs lustige Gesammel. So, und wir kommen auch schon zum Ende. Das war's vom Update und das Tal beginnt. Ist noch Mittwoch? Mittwoch beginnt das Tal, ja. Jetzt war ich aber sehr durcheinander. Mittwoch beginnt das Tal. Alles cool. So, und hier ernten wir nochmal doppelt und dreifach, wie ich heute Morgen schon erwähnt hatte. So, ich bedanke mich auf jeden Fall. So, ich will noch ein bisschen Futter herstellen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, für die Geduld. Das war's vom Sommer-Update. Hier gerade unten. Ah! Nein, noch nicht, noch nicht. Wir haben hier gerade frisch reingekommen, wie Schnäppchen. Irgendwas Besonderes dabei. Diesmal ohne Worte. Ne? Bildet selbst eure Meinung. Ach so. Apropos, wie ich gehört habe, es gibt die, wo ich gesagt habe, ich wollte hier nochmal ausbauen.
zwischen den Dings, das neue, mein neues Design. Ich wollte die Eisenbahnschienen daneben. Die gibt es leider nur beim Drehrad. Also nicht zu kaufen. Auch nicht für Dias, nicht für Thaler, sondern die gibt es nur beim Drehrad und eventuell irgendwo vielleicht im Tal oder beim Derby. Das weiß ich allerdings nicht genau. Aber was ich weiß, ist, dass es die nicht zu kaufen gibt. Schade eigentlich. Aber gut, dann warten wir ja halt 273 Jahre ab und bauen uns nach und nach die Eisenbahn zusammen. So, das soll es aber wirklich gewesen sein. Schönen Dank fürs Zuschauen. Falls du noch kein Abo da gelassen hast, lass eins da. Einfach unten drauf drücken. Und falls du kein Video von mir verpassen willst, noch mit der Glocke. Würde mich riesig freuen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch eine schöne Woche. Viel Glück da draußen, schönes Leben. Wie immer, euer Onkel Jens.